Hallo und herzlich willkommen im Obst- und Gemüseclub. Ich freue mich, dass auch heute wieder so viele zahlreiche Teilnehmer anwesend sind und ich warte vielleicht noch 2, 3 Sekunden, da immer noch der eine oder andere hereinkommt. Okay, ich denke, ich fange einfach mal an. Schön, dass Sie alle da sind. Das gibt mir Hoffnung, dass es den Menschen nicht gleichgültig ist, was sie essen und wie sie sich ernähren. Mein Name ist Kai Thoma und Sie kennen mich vielleicht schon als Wellness-Coach in unserer Wellness-Lodge. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin 68 geboren und Wellness- und Gewichtscoach und habe selbst einen Ernährungswandel vollzogen von Fertigpizza-Liebhaber mit massivem Übergewicht zu einem ernährungsbewussten Menschen, der zwar sich und anderen keine Verbote auferlegt, aber immer zu einer Balance in der Ernährung plädiert. Und dazu gehört neben Fastfood und Kohlenhydrate natürlich auch mal über Obst und Gemüse nachzudenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir unsere Ernährung stärker geändert als in den letzten 50.000 Jahren seit der Steinzeit. Biologisch funktionieren wir immer noch genauso wie vor 50.000 Jahren. Unser Körper hat sich nicht verändert. Aber wir versuchen unseren steinzeitlichen Körper mit verfälschter moderner Ernährung zu verzwingen, ja, man kann fast sagen, zu vergewaltigen. Folglich bekommen wir aber von der Natur die Quittung dafür, nämlich Zivilisationskrankheiten und Übergewicht. Wir müssen, um gesund zu bleiben, uns so ernähren, wie es die Natur für uns vorgesehen hat, nämlich naturkonform. Hier gehört Obst und Gemüse zu einem wesentlichen Bestandteil. Und ich darf Sie einladen, das Webinar aufmerksam und bis zum Ende zu verfolgen, denn die Erkenntnisse über Obst und Gemüse aus biologischer Sicht sind revolutionär. Ebenso revolutionär wie das Angebot, was ich Ihnen am Ende des Webinars mache. Tue deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Wer kennt diesen Satz von Teresa von Avila? Gute Ernährung bedeutet, dem menschlichen Organismus Nährstoffe zuzuführen. Das allein aber ist noch nicht ausreichend, zeigt die folgende Betrachtung. Alles, woraus unser Körper besteht, wird aus der Nahrung gebildet, die wir täglich zu uns nehmen. Unsere Knochen, Muskeln und Organe entstehen aus den Salaten, Steaks und Sandwiches, die wir täglich essen. Und nicht nur das, auch die Energie, die wir benötigen, damit der Magen verdauen kann, das Gehirn denken kann und die Muskeln und Sinne arbeiten können, wird durch die Nahrung bereitgestellt. Du bist, was du isst. Wer sich das einmal bewusst macht, kann nur staunen. Wie kann aus Salat und Hamburgern aus Blut plötzlich Blut und Gewebe entstehen? Wie können Nervenzellen, die uns befähigen, dieses Webinar zu verfolgen, aus Brot und Butter gemacht werden? Ist das nicht tatsächlich ein Wunder? Allerdings macht es einen großen Unterschied, wie wir uns ernähren und was wir essen. Bestimmte Nahrungsmittel enthalten genauso die richtigen Stoffe, die wir für den Aufbau, für die Gesunderhaltung unseres Körpers brauchen. Andere können uns jedoch schaden. Demzufolge sind unter den Menschen Gehirne auch unterschiedlich ausgeprägt, die Knochen und das Blut unterschiedlich. Wir müssen also richtig feststellen, gute Ernährung bedeutet, dem menschlichen Organismus alle notwendigen Nährstoffe im richtigen Verhältnis und in der richtigen Menge zuzuführen. Doch die Wirklichkeit macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Bei der Nahrungsmittelverarbeitung gibt es einige Todsünden, durch welche die Qualität unserer Nahrung vom Obst und Gemüse stark vermindert wird. Durch das Erhitzen der Nahrung, zum Beispiel vom Gemüse, werden die Vitamine teilweise und die Enzyme teilweise bis vollständig zerstört. Eiweiße werden teilweise bis ganz denaturiert. Durch den Zusatz von Chemikalien zur Haltbarmachung und Geschmacksverstärkung und so weiter werden die Vitamine teilweise zerstört und die Enzyme teilweise bis ganz inaktiviert. Das natürliche ausgewogene Verhältnis von Mineralien und Spurenelementen kann verschoben werden. Außerdem werden häufig freie Radikale gebildet mit all ihren fatalen Folgen. Freie Radikale, was ist das?
Das sind aggressive biochemische Amokläufer, die in unserem Körper Schäden verursachen und dadurch schwere Krankheiten bis hin zum Krebs auslösen. Wenn die Nahrung bestrahlt wird, und dazu zählt auch das Aufwärmen in der Mikrowelle, werden auch hier Vitamine teilweise, die die Enzyme teilweise bis ganz inaktiviert und die Eiweiße werden teilweise bis ganz denaturiert. Außerdem werden auch hier freie Radikale gebildet. Wenn man wasserhaltige Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse gefriertrocknet, um das Wasser zu entfernen, wie es auch mit dem Kaffee gemacht wird, zerstört man beim Erhitzen viele Inhaltsstoffe und ganz speziell Enzyme. Ich möchte das biochemisch noch deutlicher und bildlich erklären. Wasser bildet beim Gefrieren eine gitterartige Kristallstruktur, die alle Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse einschließt. Die riesigen Eiweißmoleküle der Enzyme, die aus vielen Tausenden bis Millionen von Atomen bestehen, werden in die kleinen Lücken des Kristallgitters gepresst. Das zerstört ihre Struktur. Obwohl inzwischen bekannt ist, welche Auswirkungen eine derartige Verarbeitung von Nahrung und Obst und Gemüse mit sich bringt, werden Lebensmittel weiterhin hemmungslos erhitzt, hemmungslos bestrahlt, gefriergetrocknet und hemmungslos mit Chemikalien versetzt. Wir essen also nur noch denaturiertes und minderwertiges Obst und Gemüse. Und die Vitamine, liebe Gäste, befinden sich auf der Flucht. Was geschieht aber da mit unserem Obst und Gemüse, dass die Vitamine fliehen müssen? Gemüse, das zumeist in Gewächshäusern angebaut wird, ist aufgrund des feuchtwarmen Klimas besonders anfällig für Pilzbefall, zum Beispiel den bekannten Schimmelpilz. Um das jetzt zu verhindern, werden beim Unterglasbau und im Freiland massiv Pilzbekämpfungsmittel, sogenannte Fungizide, eingesetzt. Ganz zu schweigen von anderen Pflanzenschutzmitteln. Wir müssen also damit rechnen, dass die Gurken, der Salat und die Tomaten, die wir essen, regelmäßig mit Fungiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind. Lassen Sie uns mal einen ganz spannenden Blick auf den Werdegang einer Banane oder Ananas werfen, von ihrer Ernte bis zum hiesigen Ladentisch, wo Sie es dann kaufen können. Die schöne gelbe Banane, die wir im Geschäft kaufen können, wird in Übersee unreif, also noch grün, geerntet, verpackt und verschifft. Wichtige Nährstoffe, die sie erst beim Ausreifen an der Bananenpflanze gebildet hätte, sind in dieser Frucht nicht enthalten. Weitere gehen während des langen Transportes und der Lagerung verloren. Damit sie, also die Banane oder Ananas, sich nicht zersetzt oder verfault, wird die grüne, unreife Banane oder unausgereifte Ananas nach der Ernte mit einem Gift begast. Das ist nötig, weil sich sonst Zersetzungsprodukte, nämlich das Leichengift der Banane, bilden würden. Nun können Banane und Ananas auf die lange Reise nach Europa geschickt werden. Unterwegs werden sie weiter begast. Und damit noch nicht genug, werden sie in Europa angekommen, im Lagerhaus wiederum begast. Damit sie nämlich nun die folgende Lagerung übersteht. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie gerade richtig Lust haben, die Banane und Ananas zu essen? Ja, wir sind aber auch noch nicht ganz fertig mit dem Werdegang. In der Zwischenzeit sind Banane und Ananas zwar an den Handel verkauft worden und sollen nun endlich dem Endverbraucher, also uns, angeboten werden. Damit sie aber so schmecken, riechen und ausschauen, wie wir uns eine Banane und Ananas vorstellen, werden sie erneut mit Giftgas behandelt. Im Laden werden uns dann Banane und Ananas angeboten, die aussehen wie natürliche, reife Banane und Ananas, aber im Grunde genommen nichts anderes ist als ein kleines Chemielabor. Und diese konservierte, begaste, künstlich aufgepäppelte Banane und Ananas kaufen wir und essen wir. Und dann hoffen wir, damit wir uns einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten. Auch über Äpfel, Orangen, Tomaten und fast allen anderen Früchten und Gemüse lassen sich ähnliche Geschichten erzählen. Die Zubereitung, das Schälen und Zerkleinern und das Kochen lassen noch die restlichen Vitamine und Enzyme fliehen. Entschuldigung. Allein beim Kochen haben sie Vitamin A-Verlust von beispielsweise 30%. Vitamin C wird beim Kochen bis zu 80%, Vitamin E und B-Vitamine bis zu 50%, Folsäure sogar um 90% vernichtet.
Hier sehen Sie, wie viel Vitaminverlust in den letzten Jahrzehnten bei Obst und Gemüse zu verzeichnen ist. Untersuchungen deuten darauf hin, dass in Obst und Gemüse bei weitem nicht mehr so viel Vitalstoffe enthalten sind, wie in den gängigen Lebensmitteltabellen immer angegeben wird. Ernährungswissenschaftler des Schwarzwaldsanatoriums Obertal haben Lebensmittel aus Gemüsemärkten untersucht und die Nährwerte der Lebensmittelproben mit den wissenschaftlichen Tabellen von der Firma Geigy aus dem Jahr 1985 verglichen. Und sie stellten fest, dass der Gehalt an Kalzium in Bohnen, Brokkoli oder Kartoffeln um bis zu 70% abgenommen hat. In Äpfeln und Spinat verminderte sich der Gehalt von Vitamin C um bis zu 80%. Auch der Gehalt an anderen Vitaminen und Mineralien nahm inzwischen 35% bis 80% ab. Ja, und nun raten uns die Fachleute wie Ärzte, Ernährungswissenschaftler und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE, jeden Tag 5 Obst- und Gemüsemahlzeiten zu uns zu nehmen, um gesund zu bleiben. Keine schlechte Idee. Schließlich gibt es ja auch kaum was Gesünderes als frisches, unbehandeltes und sonnengereiftes Obst und Gemüse. Doch woher bekommen wir natürlich gereiftes, unbehandeltes Obst und Gemüse noch? Wenn man bedenkt, dass selbst die im eigenen Garten gezogenen Pflanzen auf denaturierten Böden wachsen und mit dem Regen massenweise Chemie aufnehmen, könnte man wirklich schon verzweifeln. Das Obst und Gemüse, das uns zur Verfügung steht, besitzt gar nicht mehr die volle Nährkraft. Wir erinnern uns auch noch an die Banane und Ananas aus Übersee. Erschwerend kommt hinzu, dass die normale häusliche Verarbeitung von Obst und Gemüse, das Kochen und Schälen, zu einem weiteren Vitalstoffverlust führt. Aus den von vielen Fachleuten empfohlenen 5 täglichen Obst- und Gemüsemahlzeiten müssten eigentlich 10 oder noch mehr Mahlzeiten mit Obst und Gemüse am Tag werden, damit der Körper die nötige Vitalstoffmenge auch bekommt. Wer von Ihnen kann das mengenmäßig 5 oder gar 10 Mahlzeiten Obst und Gemüse am Tag essen? Das schafft doch kaum ein Mensch. Und wie soll man Obst und Gemüse im Winter im eigenen Garten noch anbauen können? Meine Damen und Herren, von den Kosten ganz zu schweigen, darüber verliere ich gleich noch ein paar Worte. Obst und Gemüse wird tendenziell immer teurer mit über 6% jährlich. Wenn Sie nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gehen, mit 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag oder vielleicht sogar noch mehr, weil Sie ja die Vitalstoffe zu sich nehmen wollen, die im Obst und Gemüse bei 5 Portionen ja gar nicht mehr vorhanden sind, dann kommen Ihnen tägliche Kosten von 8 € bis 10 € und im Monat wären das 240 bis 300 € zu, nur für den Einkauf von Obst und Gemüse. Können Sie sich das leisten? Sie sehen, hier geht die Theorie und die Praxis meilenweit auseinander. Schauen wir doch mal den Tatsachen ins Auge. Wer sagt, ich ernähre mich gesund und ich esse viel Obst und Gemüse, dass derjenige sich und anderen einfach nur etwas vormacht. Wir können also davon ausgehen, dass wir unter chronischer Unterversorgung von Vitalstoffen und Enzymen leiden. Ist es dann noch verwunderlich, dass 70% aller Krankheiten ernährungsbedingt sind? Hier ein ganz interessanter Vergleich. Insgesamt kosten ernährungsbedingte Erkrankungen Staat, Krankenkassen und Bürger nach Berechnungen der ärztlichen Fachgesellschaften jährlich rund 70 Milliarden Euro. Diese Zahl ist übrigens in den letzten 5 Jahren massiv explodiert. Das sind 30% aller Gesundheitsausgaben. Und Sie zahlen das übrigens über Ihre Krankenkassenbeiträge. Für diese Summe könnte man zum Beispiel 250.000 so schöne Einfamilienhäuser bauen. Sie haben jetzt also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also wählen Sie zwischen teuer oder ungesund. Oder Sie lernen jetzt die Lösung kennen. Wie löst man so ein geschildertes Ernährungsdilemma? Aus wissenschaftlicher Sicht kann die Lösung unserer Ernährungsprobleme eigentlich nur so aussehen. Allen Menschen Obst und Gemüse in der richtigen Kombination, in ursprünglicher Qualität, mit problemangepasster Nährstoffdichte und Nährstoffmenge zum bezahlbaren Preis anzubieten. Und die Lösung heißt Pura Vida. Zu Deutsch reines Leben im Obst- und Gemüseclub. Und so sieht das Ganze in der Praxis aus, damit Sie sich das mal vorstellen können.
In den am wenigsten belasteten Gebieten der Erde, wie zum Beispiel Südamerika und Teilen Europas, kann man Obst und Gemüse anbauen und vollreif ernten. Auf diese Weise würden wirklich alle Nährstoffe gebildet. Das entstehende Lager- und Transportproblem wird dadurch gelöst, dass man Obst und Gemüse direkt vor Ort und bei Raumtemperatur, also ohne Erhitzen und ohne Gefrieren, Wasser und spezielle Zucker entzieht, sodass ein Obst- und Gemüsekonzentrat entsteht, das ohne Qualitätseinbußen mehrere Jahre lager- und transportfähig ist. Durch den Wasser- und Zuckerentzug ist es so hochkonzentriert, dass eine Tagesportion mit 5 Portionen Obst und Gemüse in 20 Gramm Pulver entsteht. Damit das Obst- und Gemüsekonzentrat unsere Ernährungsanforderungen erfüllt, wird es mit wichtigen biologischen Begleitstoffen wie Vitamine und organisch gebundenen Mineralien angereichert und weiteren sehr, sehr wertvollen Substanzen aus der Natur. Ein auf diese Weise hergestelltes Nahrungsmittel hat viele praktische Vorteile und versetzt uns in die Lage, die von Ernährungswissenschaftlern und Fachleuten geforderten Nährstoffmengen an Obst und Gemüse jederzeit und überall zu uns zu nehmen. Pura Vida entspricht dieser Form, in der Form all unseren Forderungen an eine gesunde Ernährung. Sie ist eine naturkonforme Ernährung und somit bei unseren derzeitigen Ernährungsgewohnheiten das höchstwertigste Nahrungsmittel in Bezug auf unsere Versorgung mit Mikronährstoffen. Sie trinken also täglich ein Glas Pura Vida und haben in der Praxis zum Beispiel Vitalstoffe von 550 Gramm Karotten und zwar Zink. Sie haben Beta-Carotin aus 150 Gramm frischen Spinat und sie haben Vitamin C aus 300 Gramm Orangen. Allein diese Menge könnten Sie auch nicht über viele Monate so finanzieren. Sie nehmen Eisen zu sich aus 1 Kilogramm Paprika. Essen Sie jeden Tag 1 Kilo Paprika? Sie nehmen Vitamin B1 aus 1 Kilo Haferflocken zu sich. Biotin aus 1,1 Kilogramm Avocados. Essen Sie jeden Tag 1,1 Kilo Avocados? Dann Vitamin B3 aus 300 Gramm Erbsen, Vitamin B6 aus 750 Gramm Bananen, Magnesium aus 300 Gramm Brokkoli, Vitamin E aus 100 Stangen Spargel und Folsäure aus 100 Gramm Blumenkohl. Sie sehen, diese Mengen könnten Sie täglich gar nicht verzehren, geschweige denn täglich finanzieren. Aber Sie können es trinken und Sie haben zudem die wichtigsten Nährstoffe in einem Glas Pura Vida. Was sind ganz konkrete Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und das stärkste Antioxidans OPC, Coenzym Q10, Aloe, Omega-3-Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe aus 38 verschiedenen Obst- und Gemüsearten wie Ananas, Papaya, Orange, Mango, Apfel, Acerola-Kirsche, schwarze Johannisbeere, Artischocken und vieles mehr. Dazu haben Sie im Pura Vida noch enthalten Alfalfa, Kurkuma, die Yamswurzel, Mate-Tee, 3 verschiedene Algenarten, 9 Gramm Ballaststoffe wie das hochwertige Fibersol 2. Mit einem Glas Pura Vida können Sie also die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, auch wirklich in die Praxis umsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, können Sie das auch finanziell umsetzen? Wie ist der Preis für Tagesportion oder Monatspackung? Liebe Gäste, liebe Teilnehmer, der Preis ist wirklich sensationell. Und von 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag von 8 bis 10 Euro täglich ist dieser Preis meilenweit entfernt. Sie bekommen täglich hochqualitatives Obst und Gemüse für 2,66 € am Tag. Zu diesem sensationellen Preis von 2,66 € am Tag bekommen Sie von uns die doppelte Qualität Obst und Gemüse, alle Vitamine von A bis Z, Enzyme, Spurenelemente. Die Lieferung ist frei Haus, auf Wunsch monatlich, ohne Versorgungslücken. Und vieles mehr, wie zum Beispiel Zufriedenheitsgarantie und Qualitätsversprechen und eine sehr, sehr gute Betreuung.
Wenn es Ihnen also auch so geht wie mir, als ich das erste Mal von Pura Vida gehört und gelesen habe, wollte ich es sofort haben. Und wie kommen Sie nun zum Pura Vida? Pura Vida bekommen Sie von Ihrem Gastgeber und Wellness-Coach, der Sie zu diesem Webinar eingeladen hat. Beachten Sie dazu bitte auch die E-Mail, die Sie in Kürze von Ihrem Wellness-Coach bekommen. Um keine Zeit zu verlieren, melden Sie sich gleich bei ihm und werden Sie Mitglied in unserem Obst- und Gemüseclub. Menschen, die täglich Pura Vida trinken, leben gesünder, strahlen Glück und Zufriedenheit aus. Gewinnen auch Sie das Pura Vida Lächeln mit einer naturkonformen Ernährung mit Pura Vida. Wir machen uns und die Gesellschaft ein wenig gesünder und vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Ich bedanke mich für Ihren Besuch in diesem Webinar. Ich sehe, dass heute wieder sehr viele Gäste dabei waren. Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Sagen Sie Ja zum Leben. Ihr Kai Thoma.